du Scheiße! Ich habe einen riesigen Penis gesehen und Eier! Willkommen zu einem neuen, total unheimlich werbefreundlichen Horrorspiel. Wir spielen heute gemeinsam Home Sweet Home, ein wirklich derbes Spiel aus Thailand. Ich habe damals die Demo gespielt, hat mir sehr gut gefallen, sehr gute Grafik, sehr gute Atmosphäre und ich bin gespannt, was die Vollversion zu bieten hat. Das Ganze gibt es auf Steam zu kaufen, 17 Euro, soll aber ganz schön lange gehen, habe ich gelesen. Und eben gerade, als ich dieses Spiel gestartet habe, dachte ich schon, ich könnte das Spiel gar nicht spielen, denn ich hatte direkt immer wieder ein Black Screen. Irgendwann dachte ich, okay, lässt er mal laufen, vielleicht lädt da irgendwas im Hintergrund. Und nach so 2-3 Minuten ging das Spiel auf einmal los. Und ich habe herausgefunden, wenn ihr hier auf Option geht, visuell, und dann steht hier VR einschnappen, was auch immer einschnappen zu bedeuten hat, ja, das müsst ihr abschalten. Und dann das Spiel einfach neu starten und dann funktioniert's. Also einfach ein bisschen warten, bis der Blackscreen weggeht, dann hier in die Option rein und schon habt ihr es repariert. Ein kleiner Tipp für die Menschen, die vielleicht das Spiel auch spielen wollen und Probleme haben. So, und wenn ihr da draußen mich jetzt unterstützen wollt, dann haut auf jeden Fall eine saftige Bewertung raus und wir zocken jetzt das Ganze mal an. Ich weiß noch nicht genau, ob daraus ein Let's Play wird. Das liegt wie immer an euch. Also, auf geht's! Wake up! It's late, huh? Mm. You have to wake up. Okay. I'm getting up. Jane? Oh. Last night was way too much. Where the hell am I? Mein Schädel. Wo bin ich? Warum muss jedes Horrorspiel gleich anfangen? Ich wach irgendwo auf, hab keine Ahnung, wo ich bin, und mein Schädel brummt. Das sieht aus wie so ein Studentenzimmer. Hab mir gestern so ein bisschen Tiger-Yam-Yam reingeballert. Designer-Droge aus Thailand. Sehr beliebt bei den Kids, und was für die Kinder gut ist, das ist auch für mich gut, oder? War aber ein bisschen zu viel. Eine Taschenlampe, sehr gut. Ob ich weiß, wie man die bedient? Aber natürlich. Aber natürlich, meine Damen und Herren, ich bin Experte, was Taschenlampen angeht. Rauch? Oder? Hier ist Rauch in der Luft. Ja, wir sind definitiv in Thailand. Sieht sehr, sehr thailändisch aus. Komisch. Sehr runtergekommen. Hallo? Irgendjemand hier? Ich brauche Hilfe. Ich habe Tiger-Yam-Yam genommen. Aspirin, bitte. Hört ihr das? Hört ihr dieses Gemurmel? Ein Gebet. Ein traditionelles Gebet von irgendeinem Mönch. Wir sollten es lieber anlassen, auch wenn es super unheimlich ist, aber das vertreibt die bösen Geister. Und eine Zeitung. September 1996. Okay, wir sind hier wirklich in der Studentenbude. Bangkok. Ein Zimmerschlüssel. Ja, was kann denn so ein Zimmerschlüssel? Finden wir es mal raus. Ach, der öffnet Türen. Gott, ich habe die Dinger jahrelang falsch verwendet. Und das müssen wir direkt hier reinstecken. Okay, wir lassen das Gebet, wie gesagt, an. Für die bösen Geister hier. Ganz schön verraucht. Wahrscheinlich brennt's irgendwo. Oder irgendwo ist so eine thailändische Kettenraucherin. Mama Thai. Was war das eben gerade für ein Ding? Er nennt sowas Mädchen. Ich nenne es merkwürdiges Ding. Oh, da unten leuchtet es irgendwie so bedrohlich rot. Kumpel, wir gehen direkt in die Hölle. Ne? Also die thailändische Hölle. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das? Müll. Das war nur Müll. Ist da ein Kopf drin? Müll. Und er weiß nicht, was drin ist. Ich will es auch gar nicht rausfinden. Lass das mal hier schön liegen.
Lass den Müll mal schön Müll sein. Das willst du gar nicht wissen, was die Thailänder da in ihren Müllsäcken verpacken. No, verdammt. Wo ist sie hin? Überall Müll. Eine sehr, sehr schmutzige Gegend. Sehr, sehr unordentlich. Oh, ein Fleck. Ein Fleck. Okay. Und Blut. Okay. Moment. Mhm. Ah, aha. Das ist Blut. Ja. Ich habe dran geleckt. Das ist definitiv Blut. Und da hinten sehen wir Fußabdrücke. Wir laufen direkt rein. Ekelhaft. Absolut ekelhaft. Moment. Der Gang hat sich verändert. Freunde, das hier ist nicht mehr derselbe Gang. Oh, Entschuldigung. There you are. Yes. What the fuck? What the fuck? What the fuck, wohin? Wow. Wow, geh da rein. Geh da rein. Mach dazu. Oh, wie jetzt? Okay, okay. Alle cool. Alle cool. Sie weiß nicht, dass wir hier sind. Glaube ich zumindest. Holy shit. Die Alte macht Flecken. Ganz fiese Flecken. Ist sie weg? Können wir raus? Ich gehe jetzt raus, ja? Okay, das war eine nette kleine thailändische Studentin. Freue mich, dich kennenzulernen. Alles klar, diese Flecken hier, diese Blutflecken hier, dienen anscheinend als Portale. Hier drüben ist nämlich noch einer. Und das macht die ganze Kacke hier zu einem richtig großen Problem. Nur ein Deckel. Nur eine Ratte. Obwohl, thailändische Riesenratten. Ja, ne, also muss man nicht wirklich viel zu sagen. Ich zieh mal dran, ja? Oh! Das ist ein verdammt unheimlicher Eimer. Also dieses Geräusch. Fuck, das ist doch der Eimer, oder? Oh! Oh, wow, 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 wow. Nicht gut, nicht gut. Beeilung, komm schon, geh da durch. Geh da durch. Boah, das Spiel hat echt Performance-Probleme. Alright. Der sterbende Elefant. Ein böses Omen. Ich muss da rein, ne? Ich muss da rein. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Okay, mit Licht. Hey! Hey! Oh, 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 gar nicht gut. Gar nicht gut. Zimmer 106. Und überall ist Blut an der Wand. Das ist doch ein nettes Zimmer, oder? Ich glaube, hier bleibe ich. Das gefällt mir. Alter! Haben die in Thailand kein Toilettenpapier? Ich meine, hier ist nirgendwo Toilettenpapier. Nur so ein Duschkopf, direkt neben dem Klo. Spritzt man sich wirklich einfach ab? Ist das so in Thailand? Bitte, jetzt in die Kommentare schreiben. Moment mal, ist das nicht das Zimmer, in dem wir schon waren? Wow!
Oh Gott, was war das? Ein Luftzug? Number 5. Kein Toilettenpapier. Ein riesiger Krug auf dem Klo. Thailand, meine Damen und Herren. Bangkok Classics. Kein Papier, dafür Schlauch. Ich höre sie. Da reiert doch jemand. Deep Throat Action in Bangkok. Moment mal. Nee, ist ein anderes Zimmer. Ich gehe da mal rein. Ich bin so am Arsch. Wow. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein, sag mir nicht, ich muss jetzt dahin und Brecheisen holen. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, Gott. Gleich brauche ich hier so einen Schlauch zum Abspritzen. Okay, hier drüben wurde auf jeden Fall rumgeschlaucht. Igitt. Nägel. Fuck me. Fuck me, mach das Licht aus. Mach das Licht wieder an, mach's aus. Oh Gott, was macht die denn? Was hat die da in der Hand? Alter, ist das krank. Scheiße, Mann. Okay, die Alte kotzt Nägel. Oh, ganz normaler Morgen in Bangkok, ha? Huh? Geh du mal da drüben hin. Sie macht die Tür zu. Das finde ich gut. Ich renn. Absolut am Rennen. Lass mich einfach hier durch. Mach den Scheiß auf und dann nix wie weg hier. Ich hab keine Hände. Versuch es erst gar nicht zu erklären, Kies. Ich höre eine Grille. Das bedeutet, ich bin in der Nähe von frischer Luft. Ist nur ein Rohr. Oh, fuck, da steht die. Oh Gott! Oh Gott, was? Oh Gott! Was ist das denn? Verbrenn es! Schnell! What? Ist die Puppe weg? Nein, die ist hier drüben. Also die Kleine hat ernste Depressionen oder sowas. Was ist das hier drüben? Spielzeug. Thailändisches Spielzeug. Oder auch nicht. Irgend so ein Gabeneck. Ein Gebetseck. Ich will hier raus. Ich höre doch eine Lüftung. Also irgendwo muss es doch hier rausgehen. Igitt. Was ist das? Oh Gott, will ich es anfassen? Das soll eine Puppe sein? Das sind zwei Menschen, die irgendwie zusammengebunden sind. Tja, heilig, absolut heilig.
Ein Liebeszauber? Darum geht's hier. Deswegen wahrscheinlich die Nägel. Thailändischer Voodoo. Oh, fuck, 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 fuck. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Einfach hier drin bleiben. Die Sache aussitzen. Ignorier's, Kies. Puh. Sie ist weg, oder? Okay. 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 Oh Gott, ich muss da reintreten. Okay, hier können wir uns verstecken. Wenn es mal ganz, ganz bitter wird, können wir uns hier verstecken. Das Ding funktioniert nicht, oder? Nee, wir brauchen die Sicherung. Für das da. Das ist verdammt laut. Funktioniert anscheinend doch. Nein, funktioniert nicht. Geil! Wow! Oh, was ist das? Geh da rein! Oh mein Gott, wie die da rauskommt. Das sieht so abartig aus. Lady, nicht zu mir, bitte nicht zu mir, bitte, 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 bitte. Ja, bitte, nein, nein, genau da, weg, weg. Einfach weggehen. Okay. Was hat sie gesagt? Don't you love me anymore? Es geht auf jeden Fall um Liebe. Tja, Liebe kann verstörend sein. Ich würde sagen, wir sind sie los. Für einen Moment zumindest. Okay. Ich brauche eine Sicherung. Alles klar, wir können hier so rüberlinsen, wenn wir wollen. Und ich wette, die Sicherung ist genau da, wo es am unangenehmsten ist. Oh, fuck me. Was hat die da, ein Teppichmesser? Ich glaube, die hat da ein Teppichmesser in der Hand. Ich liebe dich nicht, sorry. Tut mir leid, aber nein, keine Liebe. Absolut keine Liebe. 4 Tage später. Es geht wirklich um Hexerei? Die kommt doch nicht hier rein, oder? Das ist die Herrentoilette, ja? Okay, belegt. Blut und Nägel. Kräftiger Morgenschiss. Kann ich da rein, wenn es hart auf hart kommt? Oh Gott, die Alte ist total durch. Okay, okay, okay. Okay, ich muss da ganz schnell durchflitzen. Irgendwas Brauchbares hier? Ach du Scheiße! Ist das Kotze? Wo ist sie denn? Immer noch da drüben. Ich muss hier einmal durch. Ich muss mich irgendwie einmal hier so durch... Typisches Fangirl. Ja, das sind sie, meine Fans. Mhm. Ich versuch's jetzt, ja? Oh, was ist, wenn ich hier so, da so entlang so gehe? Komme ich da nochmal durch? Kann sie mich sehen? Sie kommt. Ignoriere sie. Okay. Jetzt nochmal hier durch.
Alright, sie ist da drüben. Sie dreht ihre Runden und ich denke, wir müssen da rein. Da ist Strom und Strom ist gut. Naja, hier ist auch Strom. Eigentlich ist hier überall Strom. Und bis jetzt hat mir der Strom nichts gebracht. Hört ihr das? Dieses Klackern? Teppichmesser. Das Teppichmesser. Gar nicht cool. Was haben wir hier? Oh, ein Radio. Als würde ich jetzt ein Radio anmachen. Als wäre ich so blöd. Fuse. Oh! Weiche! Böser Geist! Hör den Klang der Mönche! Was ist, wenn ich jetzt renne? Macht sie das Radio aus? Ich meine, kann sie sowas? Lady? Sie will mit mir für immer zusammenbleiben. Okay, wir gehen jetzt raus und machen das Radio aus, oder? Obwohl, wenn ich das Radio ausmache, dann weiß ich, dass ich hier bin. Aber das Radio geht mir voll auf den Sack. Lady? Wohin geht sie? Sie kommt hierher. Ich muss da nochmal rein. Sie läuft jetzt aber nicht hier rein, oder? Das wäre nämlich voll mies. Nein, nein, sie dreht ihre Runden. Ich bin so gut wie raus hier. Sicherung rein, Rolltor hoch. Gewonnen. Das ist der Plan. Der Plan ist gut. Ich hasse dieses Teppichmesser. Ich hasse es. Wir machen hier mal zu. So, drehen Sie bitte Ihre Runden. Schwupps. Flups. Oh oh. Oh oh. Das ist laut. Das ist sehr laut. Das war verdammt laut. Was ist das hier? Ein Amulett. Komm schon, echt jetzt? Oh fuck! Oh Gott, nein! Was ist das hier für ein langsames Ding? Steh auf! Dreh dich ja nicht um! Oh, nicht ins Blut rein, nicht ins Blut rein! Blut nix gut! Ist direkt hinter mir, oder? Oh Gott! Oh mein Gott! Lebe ich noch? Sie hat mich gestichelt! Das Teppichmesser! Komm schon, Junge! Komm schon! Komm schon! Mach auf! Es war alles nur ein Traum. Wo bin ich? Bin ich zu Hause in meiner Wohnung? Hey, Tim. It's Dew. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back, so I know you're not dead. Okay, wie es scheint, mir geht's gut. Das war wirklich nur eine wilde Party. Das war einfach nur eine wilde Party und ich hatte einen verrückten Traum. Ja, ich habe mir zu viele thailändische Pfannkuchen reingepfiffen. Da kann sowas passieren. Ja, die Thai-Kuchen sind gefährlich. Wow, ich habe immer noch meine Taschenlampe. Und hier wurde ganz schön hart gefeiert. Wer macht denn sowas? Irgend so ein Party-Gag? Hat jemand eine Schere? Meine Eingangstür wurde irgendwie zugebunden. Ganz, ganz merkwürdiger Party-Gag. Ah,
Ich habe meine Schlüssel gefunden. Was kann man damit machen? Für den Notfall. Das sind meine Ersatzschlüssel für den Notfall. Eigentlich ganz schick, oder? So wie ich lebe. Gehobener Standard, wie man so schön sagt. Man sieht mein Gesicht nicht. Mein Gesicht ist irgendwie ganz verschwommen. Okay, ich weiß, dass wir eine Frau suchen. Ihr Name ist Jane. Und hier sehen wir eine Liste von Menschen, wo Jane möglicherweise sein könnte. Mann, ich war ganz schön besessen von dieser Jane, oder? Wenn das Jane überhaupt ist, aber... keine Ahnung, ich war wirklich ganz schön besessen. Gut, gehen wir mal nach oben. Nicht unheimlich, oder? Ganz normale Bude. Aber überall Fotos, überall Bilder von Jane. Und dazu diese traurige Musik. Blu-ray. Oh, wir haben Toilettenpapier. Wir haben Toilettenpapier. Gott sei Dank, ich bin normaler Mensch. Kein Schlauch, dafür Toilettenpapier. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das finde ich top. Das finde ich absolut top. Das ist auf jeden Fall ein Mädchenzimmer. Oh, Tim, what are you doing here? What are you doing up so late? Oh, I'm just writing. Oh yeah? Can I take a look? No, it's private. Get out of here. Okay. Well, it's time for bed. Is that Moment. Jane's diary? Die verhält sich ja wie ein Kind. Und der sagt noch so, ja, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Schon irgendwie merkwürdig, oder? Tagebuch. Das Tagebuch, die Vorderseite und die Rückseite. Gutes Karma. Alright, was haben wir hier? Und auch jede Menge Schnüre. Und eine Tür, durch die man nicht durch kann. Und so viele Bilder von ihr. Die Musik wird immer lauter. Moment mal, das ist doch neu, oder? Das ist doch neu. Jetzt sind hier Schnüre am Boden. Ah, oh, echt jetzt? Echt jetzt da rein? Leb wohl, schöne Wohnung. Jane? Ich will da nicht rein. Absolut nein. Das kann doch nicht sein, oder? Das kann doch nicht sein. Wo bin ich jetzt wieder? Jane? Is that you? Baby, bist du das? Sounds not coming far from here. Okay, sie soll hier irgendwo in der Nähe sein. Das halte ich für ein Gerücht. Ich werde verrecken. Oh, ich werde hart verrecken hier unten. Schon wieder diese Schnüre. Ein Bild von einem Messer. Einem ungewöhnlichen Messer. Wow! Oh Gott, das war die Crutch-Dame. Gleich kommen die Haare. Boah, sowas finde ich ja total ekelhaft, ne? Haare. Haare sind irgendwie total abartig. Fuck. Die ist doch bestimmt gleich hinter mir und jagt mich. Schnüre hier drüben. Oh, ich bin so angespannt.
Okay. Noch ist alles gut. Okay, das ist schon mal gut. Ich bin wenigstens hier unten raus. Und wie es scheint, werde ich nicht verfolgt. Das ist eine winzig kleine Tür. Können wir die öffnen? Nö. Ich höre irgendwas. Irgendein Rauschen. Okay, das Haus sieht nicht gerade einladend aus. Schon wieder hier ein Teil von ihrem Tagebuch. Irgendwas gigantisch Großes, irgendwelche Schatten. Oh, fuck. Thailändische Wölfe? Also, was gibt das? Boah. Okay. Okay. Irgendwie hier muss es einen Hinweis geben. Schauen wir uns mal die Bilder hier an. Oder gehen hier rein. Okay. Teenager. Warte mal, Nummernschild 2898. Merken wir uns mal. Was denn das denn? Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Das könnte auch was bedeuten. Also, wir sehen hier unterschiedliche Farben und hier unten eine Anreihung. Nehmen wir mal weiß. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Das wären 8. Dann 1, 2, 3, 3. Dann hier 3, 4. 8, 3, 4. Wäre eine Idee. Habt ihr das gerade gesehen? Das war doch eben gerade ein riesiger Schatten. Wo bin ich? Am Strand? Oder woher kommt dieses Rauschen? 8, 3, 4 haben wir gesagt. Okay, versuchen wir es. 8. 3. 4. Hat funktioniert. Ich bin ein Genie. Ich bin ein Genie. Danke. Ich sehe Palmen. Ich finde Palmen supi. Hier kommt doch bestimmt gleich irgendwas und springt mich an. Die Thai-Wölfe. Wow. Wow. Was zum Geier war das? Oh mein Gott! Ach du Scheiße. Ich vermisse das Schulmädchen jetzt schon. Sag mir ja nicht, dass wir denen folgen müssen. Waren wir hier nicht schon? Nee. The Yasatun Police Radio Station reports that the Chief Policeman has planned to arrest all the speeding bikers on Yasatun State Highway. The police claims to have captured... Boah, was ist das hier? Total verwischt. ...which includes Mr. Pichai Panapelu, a suspect from the motorcycle robbery and believed to be the leader of this gang. We'll keep you posted. Okay, mach mal aus. What the fuck? Das war eben gerade noch nicht da. Aber warum ist das hier so verwischt?
Ey, das ist so abgefuckt. Okay. Ich bin immer noch ziemlich angespannt. Oh, scheiße. Igitt, die essen da unten irgendwas. Okay, eine Zeitung. Aus dem Jahre 2002. Ha. Toll, wie genau soll ich das jetzt mit meinem Fall in Verbindung bringen? Ich kann nicht hier durchkriechen. Okay, ich kann leider kein Thailändisch. Ich komme zurück. Wow, was denn? Was war denn das? Ein Rabe? Die Dinger sind weg. Ich gehe da jetzt ja nicht runter. Vergiss es. Oh, oh Gott! Oh, 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 oh mein Gott! Scheiß die Wand an, was war das? Oh fuck. Oh fuck. Es war eine riesige Hand. Es war kein Schatten, das... Es war kein Schatten. Das war alles, nur kein Schatten. Boah, mein Herz. Hallo? Ach, Scheiße. Oh, Scheiße. Okay, jetzt wird's irgendwie ein bisschen... Jetzt wird's irgendwie abgefuckt. Wie lange geht denn der Scheiß hier schon? Ich weiß gar nicht, wie lange ich spiele. Ich glaube, ich sollte mal eine Pause machen. Sonst verrecke ich hier noch. Irgendwelche Schattenviecher. Aber jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Das klingt wirklich nach Wellen, was wir hier hören. Nicht wie ein Fernseher, sondern eher, als wären wir im Sommerhaus. Klingt das nicht nett? Wir sind im Sommerhaus. Folge dem Faden. What the fuck? Jetzt bin ich wieder hier? Okay. Kommt jetzt hier wieder mein Lieblingsschulmädchen? Others disturbances. The karma will be facing you when you pass away. Es geht um Karma. Once the karma is done with you, you'll be reborn as a ghost, drawn in wonder to all the places you were once seen, lost in the eternal limbo. All of you may be aware of the screams which can be heard in the distance at nightfall. What comes around comes back around. Karma. Bin ich tot? Habe ich irgendwas Schreckliches getan? Immerhin, mein Gesicht wird auch so verwischt und... Fuck, ich habe keine Ahnung. Nach oben, nach unten, nach unten, nach oben. Runter ist eigentlich immer eine scheiß Idee. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oben ist auch nicht geil. Das ist nur ein Feuerlöscher. Eben gerade dachte ich, hier wird jemand so übers Geländer gucken. Warum gehen die Türen immer so auf? Fuck.
scheiße. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Oh Gott, ich muss hier durch. Ich muss irgendwie hier durch. Aber der sieht mich doch. Er guckt weg. Ist er weg? Renn! Was ist das für ein Ding? Ach du Scheiße. Ich habe einen riesigen Penis gesehen und Eier. Habt ihr es gesehen? Das waren riesige, fleischige Hodensäcke. Mehrzahl. What the fuck? Ich muss aufhören. Ich glaube, hier muss ich aufhören. Ich glaube, jetzt bin ich raus. Das war heftig scheiße. Heftig kranker Scheiß. Okay, Leute, meine Nerven. Okay, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin durch. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Man kann aber auch nicht aufhören. Aber ich muss. Jetzt. Sofort. Noch die Tür. Alles klar. Gut, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Da gehe ich nicht rein. Nee, Schluss jetzt. Tschüss. Tschüss.